Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Am Freitag ist auch eine ganze Ladung Mods rausgekommen. Leider hatte ich keine Zeit, es ging mir auch nicht gut. Es geht mir langsam wieder besser, noch ist meine Stimme ein bisschen belegt, der Hals schmerzt mich noch ein bisschen, aber es geht aufwärts. Wir haben heute bekommen 7 Updates und 20 neue Mods, wobei eine dieser neuen Mods eine neue Karte ist. Wir starten gleich mit den Updates und zwar kommt das erste Update für die Karte. Und zwar kommt das erste Update für die Mod Critters von Steve Mills und Armpit Studios. Downloadgröße 7,99 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Skriptdokumentation aktualisiert. Das nächste Update kommt für die Mecklenburgische Seenplatte, die Karte von Holden, Downloadgröße 221,34 MB in der Version jetzt von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, der Gehweg wurde angepasst, Produktionen XML-Kapazitäten erhöht, BGA kann wieder komplett verkauft werden, neue Texture Layer hinzugefügt, im Baumonus vorhanden. Die Karte Starso von Togrim und Zul'Narash kriegt das nächste Update. 72,09 MB ist die Downloadgröße in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Feld 9 Map-Begrenzung gefixt, Schafweidefuttermenge erhöht, Kuhweidefuttermenge erhöht, Kuhweide verkaufbar gemacht, Schweine und Pferde können jetzt gekauft werden, Teleportpunkt Hühnerstall gefixt. An der BGA können jetzt Missionen abgegeben werden, ohne sie vorher zu kaufen. An der Ölmühle kann man keine Missionen mehr abgeben. Pferdeweide neu gebaut. Schweinestall ausgetauscht. Misthaufen neu gebaut. Pumps and Hoses macht keine Fehler mehr. Wichtig, es ist ein neues Safe Game benötigt. Das nächste Update kommt für den Pöttinger Top 611A. Dieser kommt von Agrar Design Austria, Downloadgröße 18,16 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, schwebende Räder bei der hinteren Achse behoben, liegen lassen von kleinen Häufchen bei Kurvenfahren behoben, kleine Korrekturen. Der Lizard Schneidwagen von Design Farming, Serial Modding und Nico255 kriegt das nächste Update, Downloadgröße 3,69 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Zusatz von Fendt, Schneidwerk 9 und 12 Meter, einstellbarer Pfeil hinzugefügt. Die nächste Mod mit einem Update ist die Multiplayer-Fahrzeugschlüssel-Mod von GTX, Downloadgröße 27 KB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, das maximale konfigurierbare Schlüssellimit wurde auf 30 pro Spieler erhöht. Fehler behoben, bei dem die Auswahl der maximalen Schlüssellimits in den Einstellungen beim Laden des Spiels auf 1 zurückgesetzt wurde. Mod-Konflikte. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Wechseln zu Fahrzeugen auch dann möglich war, wenn ein anderer Spieler die Schlüssel hatte. Log-Fehler beim Laden von Fahrzeugen aufgrund von Funktionsaufrufen durch andere Mods behoben, bevor alle anderen Spezialisierungen fertig geladen sind. Und das letzte Update für heute kommt für die Kalk- und Rübenschnitzelproduktion von Zottelzock, Downloadgröße 2,97 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Produktionsrate geändert, Steinmehl hinzugefügt, Steinmehl kann ab Version 1.0.0.3 am Großhandel verkauft werden. Und damit kommen wir zu der neuen Karte und zwar heißt diese das Grüne Tal. Kommt von Zero Euter, Downloadgröße 404,39 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt, Willkommen im grünen Tal. Die Hälfte der Karte ist noch unerforscht und es liegt an dir, ob du deine eigenen Felder anlegst und deine Farm von Grund auf neu aufbaust oder ob du die andere Hälfte mit vorgefertigten Feldern nutzt, um deine Farm zu erweitern. Was ist enthalten? Ein kleines Dorf, einige Verkaufsstellen und Produktionen, Sägewerk, Teehändler, Werkstatt für kundenspezifische Fahrzeuge, Steinbruch, Waldgebiete, 38 kaufbare Landflächen, 13 Felder, kompatibel mit Precision Farming und Sammlerstücke. Wenn wir als neuer Farmer die Karte betreten, kommen wir hier in diesem schönen malerischen grünen Teil raus. Wenn wir hier stehen bleiben, behindern wir hier den Durchfahrverkehr, aber das scheint ja eh eine Privatstraße zu sein. Aber nichtsdestotrotz gehen wir da mal rüber, gehen wir da rein und das ist wahrscheinlich mal unser Hof. Werden wir uns gleich die PDA angucken. Wir schauen mal hier, ob wir das aufmachen können. Tatsächlich stehen hier ein paar Gewerkzeuge bereit.
Das heißt, wir gehen hier in die richtige Richtung. Dann haben wir hier ein elektrisches Gerät, wahrscheinlich die Wetterstation. Dann haben wir hier unsere Scheune. Da haben wir ein kleines Gewächshaus mit ein bisschen Tomaten. Ja, scheint Tomaten zu sein. Hier haben wir auch etwas an Equipment rumstehen. Hier haben wir auch sogar noch Mineraldünger. Hier haben wir Flüssigdünger und Pflanzenschutzmittel als IBC-Tanks. Hier haben wir einen Traktor stehen. Des Weiteren haben wir hier noch ein paar andere Sachen stehen. Hier ist unser Silo. Mal gucken, ob wir hier rein können. Oh, da steht ja noch einiges mehr drin. Da ist noch ein Drescher und noch zwei weitere Traktoren und noch einen kleinen Stapler. Hier kann man noch Licht anmachen. Was haben wir hier oben? Das ist dann unser Büro. Hier können wir dann ein bisschen zocken. Hier haben wir einen Schach. Ja, und hier ist unsere Fressecke. Wo? Da würde ich jetzt auch gleich mal reinbeißen. Überhaupt kein Problem. Wunderbar. Sieht gut aus. Das ist ein Schiebetor. Das ist also unsere Scheune, die zum Hof gehört. Wir schauen uns die PDA an. Und zwar ist es tatsächlich so, dass eine Hälfte komplett unbebaut ist und die andere Hälfte ist vorbereitet, eigentlich zum Loszocken, wenn man als neuer Farmer startet. Als neuer Farmer haben wir dieses Landstück hier, wo der ganze Hof drauf ist. Wir haben gesehen, diesen Teil hier. Uns fehlen noch, dass wir noch den Pferdestall angucken. Da gibt es auch schon 4 Pferde drauf. Das ist diese hier mit maximal 8 Pferden, die darauf passen. Dann haben wir hier den Schweinestall. Da haben wir auch schon 30 Schweine drin. 108 passen rein. Nahrung ist auch schon ein bisschen was drin. Ich weiß nicht, ob das dann auch so gelten wird, wenn wir Mais Plus laden würden. Hier haben wir auch ein bisschen Equipment rumstehen und schon mal einen Ladewagen voll mit Stroh. Das ist doch sehr praktisch. Wir schauen uns mal an, welche Produktionen auf die Karte verbaut sind, standardmäßig. Und zwar haben wir hier drüben haben wir die Bäckerei. Dann haben wir ein großes Gewächshaus, nochmal ein großes Gewächshaus, das gehört nicht zum Hof. Dann die Spinnerei, die Schreinerei, das ist die Molkerei und hier haben wir ein kleines Gewächshaus, das ist das, was wir auf unserem Hof haben. Dann haben wir hier die Kalkproduktion, das ist unübersehbar, dass da ein Bergwerk ist. Des Weiteren haben wir hier das Sägewerk, wir haben die Ölmühle, die Getreidemühle und die Müslifabrik. Das ist das, was an Produktionen verbaut ist. Wir haben an Kaufständen respektive Ladestationen folgendes. Wir haben hier eine Tankstelle, wir haben den Flüssigkeitentank, wir haben das Bienenstock-Palettenstation, das ist das auf unserem Hof. Dann haben wir Gülle- und Mistkaufpunkt, Tiernahrungskaufpunkt. Wir haben hier natürlich das Sägewerk. Wir haben eine Kalkstation, eine Tankstelle und eine Elektroladestation. Verkaufsstellen oder Abladestellen haben wir natürlich hier den Bauernmarkt. Wir haben unser Silo auf dem Hof. Hier haben wir den Viehhandel. Hier haben wir Fastfood-Restaurant. Wir haben den Getreideheber. Wir haben Steinbrecher, das Biomasseheizkraftwerk und die Lizard Logistik. Das ist das, was voreingestellt oder voreingebaut ist. Das größte Feld hier, was gebaut ist, ist natürlich Feld 14. Das hat knappe 50 Hektar. Und wir schauen auch kurz mal auf den Kalender. Das ist der Standardkalender ohne Zusatzfrüchte. Wir haben hier die Verkaufskataloge und wir können sehen, dass hier komplett alles verkauft werden kann, was produziert respektive angebaut werden kann. Aufträge sind ebenfalls vorhanden. Dann schauen wir uns mal kurz an, was wir an Equipment haben, wenn wir als neuer Farmer starten. Wir haben die 3 Traktoren schon gesehen. Wir haben den Drescher, den Gabenstapler haben wir auch gesehen. Da gibt es diesen hier, dann gibt es hier ein Auto. Unseren Pickup, dann gibt es hier einen Anhänger, Schneidewerk mit dem entsprechenden Wagen. Dann haben wir den Elho Steinesammler, wir haben einen Gruber, wir haben die Pöttinger Terrasem, wir haben die Maxima Dreitil von Kuhn, wir haben eine kleine Walze, wir haben eine Spritzen für Flüssigdünger und Pflanzenschutzmittel. Wir haben Düngerstreuer, Kalkstreuer, wir haben ein Güllefass, den Ladewagen haben wir gesehen, der ist schon gefüllt mit Stroh. Dann haben wir einen kleinen
Tank am Wagen. Dann haben wir hier einen Tiertransport. Hier haben wir zweimal, einmal für Pferde, einmal für die anderen Tierarten. Hier haben wir einen Frontlader, Frontladerwerkzeuge, haben wir eine Schaufel und eine Palettengabel. Wir haben zwei Gewichte und wir haben noch einen kleinen Anhänger. Ja, eigentlich eine sehr gut ausgestattete Farm, wenn man als neuer Farmer startet. Wir machen mal ganz kurz unseren Rundflug, den wir immer machen, damit wir einen kleinen Überblick haben über die Karte. Also hier unten, das ist unser Hofteil hier, das Feld, was dazu gehört, plus die eben die beiden Tiergehege, die wir auch noch als unser eigen nennen hier auf dieser Karte. Hier haben wir dann ein kleines Dorf, das ist das, was erwähnt worden ist. Da haben wir die Kartengrenze und hier haben wir das Bergwerk, also das Kalkwerk, Kalkproduktion. Hier kann man sehen, hier gibt es eine riesengroße Anzahl oder Anzahl von Steinen, die dann verarbeitet werden können. Also da wird es einem nicht langweilig, da gibt es genügend Arbeit hier. Massenabfertigung Steine zu gewinnen und dann eben hier unten in Kalk zu verarbeiten. Auch Kalk haben wir etwas da, das heißt, es kann sicher auch gebraucht werden dann. Auf jeden Fall, das ist das hier, was hier verbaut ist. Des Weiteren haben wir hier das große Feld, knappe 50 Hektar groß. Dann haben wir hier unten eben die Garage, also die Tankstelle. Da scheint auch ein bisschen Stau zu sein. Da gibt es viel Verkehr. Hier ist der Händler. Dann haben wir hier verschiedene andere Verkaufsstellen, Produktionsstellen und so weiter. Deswegen weiter haben wir hier schön gemacht, schön dekoriert, das Logistikzentrum von Lizard. Es gibt wirklich so das Gefühl von einer Logistikabteilung hier. So, der Rest der Karte ist unbebaut, das haben wir schon gesehen. Also ja, ist eine interessante Karte. Das Konzept passt schön. Ja, wunderbar. Das ist diese Karte hier. Ich wünsche euch viel Spaß damit und wir gehen weiter zu den anderen neuen Mods. Die nächste neue Mod heißt Rundere gewickelte Rundballen von Ola Haldor, Downloadgröße 0,64 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Diese Mod ersetzt das Aussehen der Standard-Rundballen durch eine rundere und unregelmäßigere und realistischere Form, nachdem die Ballen gewickelt wurde. Sie funktioniert für Ballen mit 125, 150 und 180 cm. Das ist im Prinzip alles, was diese macht. Einfach die Form ein bisschen verändern, nicht dass sie so zylindrisch da kommt, sondern ein bisschen runder, abgerundet, natürlicher geformt. Die nächste neue Mod heißt Real Mower, kommt von Kenny456, Downloadgröße 15 kb in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Mit dieser Mod kannst du Gras auf allen Flächen auf der Karte mähen. Damit lassen sie sich auch Büsche und Unkraut mähen. Die Funktion wird allen Fahrzeugen mit der Spezialisierung Mower hinzugefügt. Sie können die Mod-Funktion für das aktuelle Fahrzeug aktivieren respektive deaktivieren. Das heißt also, wenn ihr dann auf eurem Feldstück noch Büsche habt und darüber mäht, dann sind die auch weg, was eigentlich real ist. Na, es ist nicht realistisch, wenn man mit dem Mäher über einen Busch geht, dann dass der Busch da einfach so stehen bleibt, finde ich. Und damit kommen wir zu der nächsten neuen Mod. Und zwar heißt diese Case Magnum Serie. Dieser kommt von GeanFS, Downloadgröße 30,99 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser kommen wir in zwei Ausführungen, einmal dem Magnum AFS Connect und einmal dem Magnum CVX. Wir schauen uns erstmal den Magnum AFS an. Und zwar kommt dieser mit einer Leistung von 374 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 647 Litern, 99 Litern DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 12,1 Tonne und kostet 312.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental, Wredestein, Lizard, Michelin und Trelleborg. Beim Design gibt es EU, US oder kein Design. Schutzblech könnt ihr hinzufügen, wenn ihr das möchtet oder nein. Fensterauspuff gibt es Design 1, das ist erstmal das Fenster. Design 3, das ist dann ein anderer Auspuff und da geht das durch. Einmal den schwarzen Auspuff mit hellem und einmal mit dunklem Fenster und einmal den Chromauspuff mit demselben Fensterwall. Rundumleuchten gibt es ja, nein. Innere Details gibt es einmal Teppich, Stiefel, alles. Rückpfeife, da gibt es ja oder nein. Das ist das Gepiepston beim Rückwärtsfahren. Anhängerkupplung gibt es zum
einen den 3-Punkt. Dann gibt es ein Frontgewicht, 435 Kilo, 650 Kilo, 980 Kilo und zurück zum 3-Punkt. Die Motorenausführung gibt es den Magnum 340 mit 374 PS, 380 mit 470 PS, den 400er mit 435 PS. Dann geht es wieder zurück. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Schwarz und Rot und die Felgenfarbe zwischen Weiß, Silber, Grau und Schwarz. Das sind die Möglichkeiten bei dieser Ausführung hier. Dann haben wir noch die Magnum CVX. Der kommt dann mit einer Leistung von standardmäßigen 409 PS, wird stufenlos geschaltet. Alles andere bleibt sich gleich. Das Gewicht ist ein bisschen höher. Der Preis liegt bei 221.000 Euro. Hier haben wir eigentlich auch alles gesehen, außer die Motorenausführung. Da gibt es die 380er Serie mit 435 PS. Dann gibt es die 340er CVX Powerdrive mit 409 PS. Das sind diese beiden Versionen in diesem Falle hier. Die nächste neue Mod ist eine coole und geniale neue Mod. Und zwar heißt diese Kuhn Silage Pack. Kommt von Solar Guy Modding. Downloadgröße 47,47 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das dieses Pack hier. Kommt zum einen mit dem Schwader. Der kommt mit einem Gewicht von 6,1 Tonne. Braucht 115 PS. Hat eine Arbeitsbreite von 14,7 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und kostet 62.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Dann gibt es hier die Möglichkeit, eine Rundumleuchte hinzuzubauen. Wo genau die hinzugebaut wird, kann ich leider nicht sagen. Ich glaube, hier auf der Seite gibt es auf jeden Fall eine Möglichkeit. Hier Arbeitsscheinwerfer, Standard, Rundumleuchte und so weiter. Ah, die Rundumleuchten kommen hier hinten drauf. Rahmen gibt es die Farbmöglichkeiten unendlich. Dann die Felgenfarbe ebenso unendlich. Ich nehme jetzt hier mal Rot, damit man es gut sieht. Und das ist dann mal dieser Schwader. Des Weiteren gibt es eine Ballenpresse. Das ist die Kuhn ID Silage 1290. Die wiegt 12,4 Tonnen, braucht 195 PS, hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h und macht Quaderballen mit der Größe von 1,80 m bis 2,40 m. Der Preis 164.000 Euro. Dann gibt es hier die Möglichkeit der Reifenwahl zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Reifenvarianten gibt es als Bandlaufwerk, Standard, Breitreifen, LPG und zurück zum Bandlaufwerk. Arbeitsscheinwerfer und Rundumleuchten gibt es hier auch. Die Rundumleuchten sind hier oben drauf, die Arbeitsscheinwerfer hier an der Seite. Siliermitteltank, ja oder nein? Das ist dieser große Tank hier. Ich habe nicht unbedingt eine Ahnung, wie groß dieser ist. Normalerweise wird dir das angezeigt, aber in diesem Falle habe ich nicht die Möglichkeit gehabt, das zu sehen. Karosseriebleche gibt es. Diese hier, Tank, können wir anders färben. Dann gibt es noch was anderes für den Rahmen. Und dann natürlich noch die Felgenfarbe, die können wir natürlich entsprechend wählen. Das ist dann ein kunterbunter Ballenpressvorgang. Dann gibt es dasselbe auch noch mit einem Anbau, damit man dieses Teil, den Wickler, direkt anbauen kann. Das heißt, man fährt nur noch einmal übers Feld, dann hat man die Ballen gepresst und auch gleich gewickelt. Dieser Wickler ist der Standard, mehr oder weniger, hat natürlich ein Gewicht von 3,2 Tonnen, braucht 150 PS, Arbeitsgeschwindigkeit 25 km/h und wickelt Ballen mit der Größe von Rundballen bei 125 bis 180 cm und bei der Quaderballen 120 bis 240 cm. Der Preis 54.000 Euro. Auch hier gibt es dieselben Reifenhersteller, die haben wir ja schon gesehen. Dann alles andere bleibt auch genauso. Hier gibt es die Zugöse oder die Kugelkupplung, das könnt ihr frei wählen. Folienfarbe könnt ihr auch wählen. Dann gibt es hier die Möglichkeit, eben den Rahmen entsprechend zu bemalen. Dann gibt es die andere Möglichkeit, den anderen Rahmen, also den Akzent, die Akzentfarbe, das ist dies hier. Dann gibt es die Walzen, die können separat gefärbt werden. Die Kohlefaser, das sind diese Faserteile hier. Ah, da gibt es so viele Farbmöglichkeiten, da wird mir fast schlecht hier. Ja, das ist dann dieses kunterbunte Teil. Und damit könnt ihr jetzt direkt hinter der Ballenpresse direkt die Ballen wickeln.
Ich muss dazu sagen, hier, diese Kupplung hier funktioniert nicht, wenn ihr Manual Attach aktiviert habt. Also bei mir hat das zumindest nicht geklappt. Ich musste das Manual Attach rausnehmen, damit ich diese beiden Teile hier verbinden konnte. Die nächste neue Mod heißt New Holland T7 Tier 4A, kommt von Blauair. 21,89 MB ist die Downloadgröße in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Traktor hier, kommt mit einer Leistung von 218 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 393 Litern, 48 Litern DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 8,6 Tonnen und kostet 156.000 Euro. Es gibt hier die Möglichkeit bei der Konfiguration von Blue Power, Fiat Agri, Schwarz und Standard. Wir nehmen jetzt hier mal die schwarze Version. Dann gibt es die Reifenhersteller, die gewählt werden können zwischen Michelin, Continental, Mittas, BKT, Friedestein, Nukin und Trelleborg. Reifenvarianten gibt es die gewohnten, da gibt es nicht wirklich viel zu sagen dazu. Dann Rundumleuchten gibt es doppelt oder Standard, das ist dann nur die eine. Anhängerkupplung gibt es Frontgewicht oder ein Dreipunkt mit PTO, das ist also ganz, ganz cool. Dann gibt es einen Frontladeranbau, Quickie, Hauer oder kein. Motorenausführung gibt es den T7, den 220er mit 218 PS, den 235er mit 234 PS, den 250er mit 250 PS, den 260er mit 260 PS, den 270er mit 269 PS und zurück geht's zu der ersten Version. Das war's, was man hier einstellen kann. Das ist dieser kleine, schöne Traktor hier. Die nächste neue Mod heißt Unia PZ5, kommt von Swagler Presses. Downloadgröße 3,11 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Pflug hier, wiegt 180 Kilo, hat eine Arbeitsbreite von 1,50 Meter, 12 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 1300 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Vintage-Farbpalette hier. Die nächste neue Mod heißt John Deere 7J, kommt von Agrotono, Downloadgröße 20,44 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Traktor hier, kommt mit einer Leistung von 182 PS, wird manuell und Last geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 470 Litern, 45 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 10,8 Tonnen und kostet 151.000 Euro. Zahlen gibt es hier 1 bis 9. Die ihr hier anbringen könnt, dann Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Lizard, Continental, Michelin, Mittas und Trelleborg. Dann gibt es beim Anhängerauspuff und Bremsen folgende Möglichkeiten. Einmal direkter Auspuff, dann normaler Auspuff mit Anhängerbremse und so weiter. Da könnt ihr durchschalten, wie ihr das möchtet. Interne Requisiten gibt es Design 1, Sitz, also Sitz heißt einen zusätzlichen Sitz hier. Dann gibt es ein Radio, also ein Funkgerät, Thermosflasche und Sitz und Radio, Sitz und Thermosflasche oder Radio und so weiter gibt es alle Versionen. Antennen und Green Star 3 gibt es einmal linke Antenne, rechte Antenne und beide Antennen. Und dann gibt es den Green Star 3, der oben aufgebaut wird. Und dann gibt es nochmal die Möglichkeiten der drei Antennenpositionen. Werkzeugkasten und Kette. Werkzeugkasten wird hier vorne angebaut, mal hier. Dann kann noch vorne eine Kette hinzugebaut werden oder beides. Fensterfolien gibt es Design 1, 2, 3 und zurück zu Standard. Heckgewichte und Schutzbleche gibt es Heckgewichte 500, 1000. Das sind übrigens die Radgewichte gemeint. Dann gibt es Schutzblech, also Kotflügel, der vorne angebaut wird. Da gibt es dann auch die Version mit den beiden Gewichten hinten. Kabinenscheinwerfer gibt es, das sind diese hier, Kabinenscheinwerfer, ja. Dann gibt es kein Kabinenlicht, dann gibt es ohne Blinker und so weiter. Da könnt ihr durchschalten. Dann gibt es noch eine Version mit diesem Kabinenlicht hier unten, dass man hier das anders haben kann. Signalisierung, Standard, Blinklicht links, also das heißt Signalisierung, das heißt Rundumleuchten, da gibt es beide hier. Und die Ampel, und da gibt es auch die Version mit den Rundumleuchten. Anhängerkupplungen gibt es Standard 600 Kilo, 300 Kilo, 500 Kilo, 700 Kilo oder ohne Heckhydraulik gibt es auch. Und da gibt es dann auch alle Unterversionen. Frontladeranbau gibt es Stoßstange, Stoßstange aus Zuckerrohr oder für Zuckerrohr, das haben wir schon mal gesehen. Hauer,
Power- und Stoßstange und so weiter und so fort. Motorenausführung gibt es den 7.015er mit 182 PS, den 8.15er mit 200 PS, den 7.195J mit 195 PS, den 7.200er J mit 200 PS, den 7.210er mit 210 PS, den 15er mit 215 PS, 225er mit 225 PS, 230 PS. Dann gibt es noch den 230er Chiptune mit 265 PS. Ja, viele, viele Motorenvarianten gibt es hier. Viele Einstellungsmöglichkeiten, alles angehaucht nach brasilianischem Vorbild. So ist das gemeint, Agrotoner, ein Brasilianer, der solche Sachen macht und der macht immer sehr coole Sachen. Wir kommen zum Lizard P15, P19, P23 von Langreo Modding. Downloadgröße 11,46 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Diesen haben wir vor kurzem bekommen in einer gebrandeten Version für PC und Mac. Dieser wiegt 2,2 Tonnen, braucht 110 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3,80 m. Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h und kostet 9.000 Euro. Das Design kann erweitert werden von P15 zum P19. Der hat dann eine Arbeitsbreite von 4,80 m und eine Leistungsanforderung von 150 PS. Dann gibt es noch die 23er-Version. Der hat eine Leistungsanforderung von 195 PS und die Arbeitsbreite von 5,80 m. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Designfarbe ebenso. Die nächste neue Mod heißt IH45 Field Cultivator von Adams Kong. Downloadgröße 4,99 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist diese Gruppe hier, kommt mit einem Gewicht von 1,2 Tonnen, braucht 50 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4 Meter, 15 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 5.000 Euro. Der Aufbau kann erweitert werden mit Ja oder Nein, das ist also hier hinten dieser Striegel. Designfarbe kann gewählt werden zwischen Rot und Weiß und betrifft natürlich eben diese weißen Teile hier. Da ist er komplett rot oder eben so. Wir kommen zum Lizard CX38 Kipper von AE Modding. Downloadgröße 10,37 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser seitliche Kipper hier mit einem Volumen von 38 Kubikmetern, wiegt 5,4 Tonnen und kostet 50.000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette, die Designfarbe natürlich ebenso und betrifft natürlich den Rahmen an sich. Und die Felgenfarbe könnt ihr auch aus der Standardpalette wählen, ist klar, die Felge. Der kippt seitlich ab, es gibt hier keine Option, das zu ändern, und zwar immer zu der linken Seite. Es gibt hier also keine andere Version, Möglichkeit, das auf die andere Seite zu kippen. Wir kommen zum Lizard Ultra Magnus 12.000. Dieser kommt von FBR Modding Ede und Cristiano. Downloadgröße 4,94 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Kipper hier, der kommt mit einem Standard-Ladevolumen von 21 Kubikmetern, wiegt 6,7 Tonnen und kostet 36.000 Euro. Die Muldenfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Die Aufbaubordwandfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Die Felgenfarbe kann aus dieser Farbpalette gewählt werden. Und dann hatten wir natürlich schon alles besprochen hierzu. Wir kommen zum Toyota Bandeirante Brasilien. Kommt von Conta Comigo Modding. Downloadgröße 26,73 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Kommt mit diesen drei Bauteilen. Zum einen natürlich den LKW oder den Pickup an sich. Kommt mit einer Leistung von 200 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 63 Litern, 80 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 2 Tonnen und kostet 55.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Lizard, Michelin und Continental. Reifenvarianten könnt ihr hier durchspielen. Aufkleberdesign gibt es 1, 2 und 3, 4 und so weiter. Das gibt es hier drei Versionen. Anhängerkupplungen gibt es Standard oder hinten eine Kupplung. Hauptfarbe könnt ihr wählen aus der Standardpalette. Die Farbe 2 könnt ihr wählen aus dieser erweiterten Palette hier und betrifft natürlich vorne und hinten diese Teile hier. Designfarbe kann gewählt werden und betrifft das Dach. Und das war's schon. Hier kann man keine Felgenfarbe auswählen.
Karosserie 1 wiegt 850 Kilo, kostet 25.000 Euro. Kotflügeldesign gibt es hier Design 1 oder 2. Hauptfarbe könnt ihr wählen aus der Standardpalette und betrifft natürlich klar den Body. Und die Farbe 2 könnt ihr wählen und betrifft diese Zielstreifen hier. Sieht eigentlich ganz schön aus. Dann gibt es noch die Karosserie 2, das ist dann der normale Pickup-Aufsatz. Hier könnt ihr die Farbe wählen von der Standardpalette, wiegt 700 Kilo und kostet 25.000 Euro. Schlicht das Innere, sehr, sehr schlicht gemacht. Ist auch nicht das neueste Teil. Der Sound ist der Standard-Pickup-Sound. Die nächste Neumod heißt Balisma Hercules 1400, kommt von Dutch Modding Incorporation, Downloadgröße 3,02 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Ist dieser Kipper hier, kommt mit einem Volumen standardmäßig von 14,5 Kubikmetern, wiegt 4,7 Tonnen und kostet knappe 22.000 Euro. Die Konfiguration kann erweitert werden auf 16,5 Kubikmeter oder 18 Kubikmeter. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Wredestein, Nukin und Trelleborg. Das Design gibt es eine lange oder eine normale Deichsel, dann mit Dreieck oder ohne Dreieck, das ist hinten dieses Dreieck gemeint hier. Und die Felgenfarbe könnt ihr wählen aus den beiden Farben plus Weiß und damit haben wir schon auch alles gesehen hierzu. Was uns zum nächsten neuen Mod bringt, und zwar ist das der Lizard Tank 40 von Schleutius Modding, Downloadgröße 8,07 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar haben wir hier vier Versionen davon, respektive zwei Versionen. Einmal die LKW-Version, Sattelauflieger-Version und einmal die gezogene mit dem Dolly. Da gibt es eine Version jeweils, die mit Wassergülle und Gärresten befüllt werden kann und eine Version, die mit den restlichen Flüssigkeiten befüllt werden kann. Wir schauen uns erstmal den Tank 40 an. Das ist dieser hier, natürlich 40 Kubikmeter, wiegt 5,4 Tonnen und kostet 14.500 Euro. Die Aufkleber können gewählt werden und zwar betrifft das ziemlich viel hier. SA heißt Südamerika, dann Nordamerika, das kann man hier sehen. Also hier Südamerika, Nordamerika. Dann gibt es die EU-Version und das war's dann. Dann Gummikotflügel kurz, das sind diese hinten gemeint hier. Gibt es noch den langen. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser großen Farbpalette hier. Dann die Designfarbe betrifft den Tank an sich und die Felgenfarbe ist klar. Die Felge. Dann gibt es eben noch die Dolly-Version, das ist mit dem gleichen Füllvolumen. Der wiegt dann 11 Tonnen, ein bisschen mehr und kostet 17.500 Euro. Hier kann man auch sehen bei den Aufklebern, dass es eben Südamerika gibt, Nordamerika, die EU-Version oder zurück zu der ersten Version. Alles andere bleibt genau identisch, auch bei den anderen. Deswegen braucht man nicht jeden einzelnen durchgehen. Wir haben hier jetzt alles gesehen. Ich finde die sehr schön gemacht und ja, gefallen mir sehr gut. Wir kommen zum kleinen Tender-Paket von Dogface. Downloadgröße 35,76 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Kommt mit diesen vier Einheiten hier. Zum einen natürlich dem Pickup-Truck, das ist klar wahrscheinlich der Standard mit einer Leistung von 300 PS. Hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 120 Litern. 120 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 2,3 Tonnen und kostet 35.000 Euro. Dachbeleuchtung gibt es vorne Lichter, Lichter vorne, dann vorne und hinten oder keine. Firmenlogos gibt es einmal Ferme du Haut-Belleron, dann Elm Creek Farms, Lizard Logistics, Hofhund und Transport. Das ist das, was es hier als Versionen gibt. Fahrzeugnummer könnt ihr auch festlegen zwischen 01 und 12. Dann gibt es Gefahrgutaufkleber, dann brennbar, Saatgut, Mineraldünger, Flüssigdünger und zurück zu Standard. Die vordere Stoßstange kann ausgetauscht werden mit einer Kugelkupplung, dann Stoßstange und zurück zu Standard. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette hier und die Designfarbe natürlich ebenso. Da gibt es einen kleinen Aufbau für hinten auf dem Pickup drauf. Da kann man 416 Liter Diesel transportieren zum Betanken der Fahrzeuge. Kostet 550 Euro und kann befärbt werden natürlich mit der Standard-Farbpalette.
Zusätzlich als Anhänger gibt es dann eben den Flüssigdüngeranhänger. Da geht es natürlich Flüssigdünger oder Pflanzenschutzmittel rein, hat ein Füllvolumen von 6.056 Litern, wiegt eine Tonne und kostet 8.000 Euro. Die Felgenfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Dann gibt es den ST2031, das ist ein kleiner Überladewagen, da kann man natürlich alles abtransportieren und überladen, Saatgut und so weiter. Hat ein Volumen von 7 Kubikmeter, wiegt 1,8 Tonnen und kostet 25.000 Euro. Die Hauptfarbe hier kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe zwischen Schwarz und Weiß. Ja, ein sehr praktisches Paket für den kleineren Hof, wo man nicht für alles einen Traktor haben muss. Kann man mit Team arbeiten. Baukastensystem finde ich schön gemacht. Die nächste Neumod heißt Heizkraftwerk, kommt von Zottel Zockt. Downloadgröße 7,99 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Ist diese Fabrik hier zu 137.000 Euro zum Platzieren. Tägliche Kosten 50 Euro. Und hier kann hergestellt werden Wärme, elektrische Ladung und als Abfallprodukt gibt es Asche. Und zwar gibt es diese Rezepte hier, einmal aus Heu, Stroh, Hackschnitzel, Barkmulch, also Rindenmulch, dann Strohpellets, Heupellets, Holzpellets und Mistpellets. Das sind diese Sachen, die hier eingegeben werden können, um Wärme, elektrische Ladung und Asche zu generieren. Wie immer bei Zock und Zock gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten, was man ein- und ausschalten kann. Das war jetzt zum Beispiel das Licht, das ist jetzt ausgeschaltet. Dann gibt es die Eckmarkierung, die man ausschalten kann. Triggermarkierung kann man auch ausschalten. Und natürlich die Informationstafel, die vorhin so groß da war, ist jetzt auch weg. Und damit haben wir es ein bisschen schlichter. Hier können wir einfach natürlich klar die Sachen reinfüllen. Das ist im Prinzip diese Produktionsstätte hier von Zottel Zockt wieder einmal sehr schön gemacht. Hat an alles gedacht. Die nächste neue Mod heißt Melassetank. Dieser kommt von Just Dadam. Downloadgröße 0,35 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Ist zu finden im Baumenü unter Container. Ist dieser Tank hier. Kostenpunkt zum Platzieren 5.700 Euro. Und hier kann natürlich hingebracht werden. Melasse kann abgefüllt werden aus den IBC-Paletten. Oder aber kann direkt hier gekauft werden vom Markt und direkt aufgefüllt werden kann. Ja, das ist also natürlich klar gedacht im Zusammenhang mit Mais Plus. In diesem Falle wird Mais Plus hier natürlich auch vorausgesetzt. Die nächste neue Mod heißt Altes Garagengebäude, kommt von Matei Mods. Downloadgröße 21,89 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden natürlich im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Ist diese Scheune hier, Kostenpunkt zum Platzieren 100.000 Euro, Unterhalt pro Tag 15 Euro. Und hier kann man natürlich wie üblich natürlich reingehen. Das ist dieser hier. Hier hat man Licht. Des Weiteren haben wir noch eine zweite Abteilung hier, wo man reingehen kann. Natürlich gibt es auch hier die Lichtfunktion. Hier kann man durchfahren. Sehr schön gemacht. Und damit kommen wir schon zu der letzten neuen Mod. Und zwar heißt dieser Bau Dein Hofsilo, kommt von Talwur. Downloadgröße 5,05 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Dies ist eine geniale neue Mod, finde ich. Und zwar bringt diese hier zum einen ein Silo 8x4 mit 500.000 Litern, dann 2x8, das ist diese hier, auch mit 500.000 Liter. Dann gibt es noch das Silo 2x4, auch mit 500.000 Litern. Das sind diese Teile, die hingebaut werden können, wo immer ihr wollt. Das nimmt dann die ganzen Sachen an, Multifrucht und so weiter. Und dann gibt es noch diesen Teil hier, das ist 1.000 Euro zum Platzieren und kann an jedes beliebige Gebäude angebaut werden. Und das ist im Prinzip dann da, wo ihr die Sachen wieder rausholt. Entladerohr hat eine Kapazität von 100.000 Litern. Und ja, damit könnt ihr euren Hof selbst gestalten, wo ihr das Silo haben möchtet. Diese kann man öffnen und schließen. Wunderbar. Und hier könnt ihr dann entsprechend entladen, respektive aus dem Silo wieder rausholen. Es gibt noch unter Dekoration und Sonstigem gibt es noch diese als Deko-Objekte ohne Funktion. Nichtsdestotrotz kann man die platzieren und kann
trotzdem diese öffnen oder schließen. Sind einfach Deko-Objekte, habe keine Funktion zum Lagern und so weiter. Das ist dann definitiv alles hier. Hier wird dann gelagert. Das war's dann auch schon wieder von den Mods für heute. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir das kostenfreie Abo, wenn du keine weiteren Mod-Vorstellungen und auch keine anderen Inhalte des Kanals verpassen möchtest. Ich sage ganz kurz, das war's für heute. Danke, tschüss und hasta luego.